herzlich willkommen bei der neuesten Rückblick-Folge von Sinneswiss mit unserem Alex. Das bin ich. Mit unserem Hill. Das bin ich. Mit dem Spike. Das bin ich. Das bist du. Das bist du. Yo. Hey. Legen wir noch gerade los, Jungs. Nein. Machen wir es auch nicht. Okay. Ich muss zuerst ankommen. Ah, ist gut, ja. Ja, ich bin jetzt wirklich da angestresst. Stunde spät, es tut mir sehr leid. Das ist, richtig. Immerhin haben wir noch Zeit gehabt zum Aufräumen. Ich meine, die Indiana-Jones-Folge hey, vom letzten Sonntag, die Peitschen, die wir haben, auf die Seite räumen, überall irgendwelche Fetzen, die Lederjacken rumgelegen. Ja, und auch noch Kostüme. Sicher auch noch das ein oder andere Mitspieler rumgelegen von unserem Trivial Pursuit Nummer 3, die der nächste kommt. Wir haben drei Stück eingeschlossen, aber es macht nichts. Sie haben sich wohl gefühlt. Aber im einen Ecken würde ich nicht mehr hingehen. Ja, zwei haben sich halt gegen eine dritte Person verschworen und die gefressen oder so. Also, das war eine gute Schlachterei. Aber ja, ist geil. War, wir glauben mal bei irgendwie Uber Eats oder so mal einen Schlüssel deponieren. Gar nicht dumm, ja. Das war wirklich noch praktisch langsam. Die zwei immer die gleichen Ansätze, die ankommen. Sie können einfach alle einen Schlüssel geben, wenn ihr so viel ist. Eigentlich auch egal. Ja, nein, sonst gehen die gar nicht mehr heim. Ja, fuck, stimmt. Jo. Nein, das machen wir gar nicht. Was wir allerdings machen, ja, ist Film und Serie schauen. Mhm. Was das war? Ha! Wir werden es sehen. Oder hören. Und weil der Alex noch ein bisschen ankommen muss, machen wir mal etwas ganz Neues. Und zwar Kategorie Kino. Die kann auch mal etwas sagen. Und zwar, der Alex und ich haben den gleichen Film geschaut, allerdings unabhängig voneinander. Und zwar haben wir den neuen Jennifer Lawrence-Film geschaut, «No Hard Feelings», wo der Alex letzte Woche schon erzählt hat, dass der jetzt dann rauskommt. Am letzten Donnerstag hat der gestartet. Dann habe ich gefunden, komm, jetzt tue ich mal wirklich ein ganz kleines Kino ausprobieren, das ich noch nie gesehen bin und wo jetzt wirklich ganz, ganz nah an mir ist. Bin ich mal ins Palace of Sissach, wo also wirklich ein absolutes Mikrokino ist. Kaum ein Kiosk, nicht einmal Popcorn. Aber irgendwie, es ist so nah bei mir und gerade im Bahnhof Sissach, kann man mal machen, wenn es von der Zeit her stimmt und der Film gerade passt. Ach komm, gehen wir mal dort hin. Ist doch wunderbar. Unbedingt. Jo. Jedes Kino gehört unterstützt. Wenn man sich Mühe gibt im Kino, das ist wichtig. Also es gibt schon so einige, wo ich muss sagen, fair. Also ja. Hey. Aber gerade so kleine so Familienkinöle und so Zeug, Familienkino, voll. Unterstützen dich eigentlich eben. Genau, also. Man kann eigentlich auch jede Woche ins Excelsior gehen, aber da ist das bei mir Hinderungsgrund. Ja. Ja, ich mache das für uns, Jungs. Keine Sorge. Finde ich gut. Also, no hard feelings. Storymässig ist ja, es wird eine Uber-Fahrerin, die man das Auto wegnehmen musste, weil sie die Raten nicht mehr können zahlen oder die Steuern darauf nicht können zahlen. Die wird quasi angeschaut. Also, meldet sich auf ein Inserat, wo sie angestellt wird von so Helikoptereltern, also Vollgas umsorgende Eltern, die einfach jeden Winkel und jeden Bereich vom Leben von ihren Kindern wollen, soll ich sagen, beschützen, umsorgen und schauen, dass es ihnen gut geht. Was ja zwar grundsätzlich schön tönt, den Kindern aber einfach null hilft. Grundsätzlich. Korrekt. Aber das Phänomen gibt es halt immer wieder mehr. Und die Frau, also die Maddie, gespielt von Jennifer Lawrence, anstellen, sie bieten ihr ein Auto, wenn sie ihren Sohn datet. Was sie dabei alles soll machen, wird ein bisschen offen gelassen, aber es ist mehr oder weniger klar. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung aus zum Teil recht abstrusen Gags, wo mich schon ziemlich zum Lachen gebracht haben, muss ich zugeben. Und dann halt auch so ein bisschen eine Tiefheit, wirklich etwas, was einen auch ein bisschen mitnimmt. Ein Haufen so ein bisschen moralisches Zeug, das ich jetzt nicht ums Verrecken gebraucht habe. Auch charakterlich hat der Film natürlich gewisse Schwächen. Also du kannst dem Film zwar Drama-Philosophie anrechnen, aber keine Drama-Charaktere. Also weißt, dass man hat wollen, gewisse Sachen, die normal ist, um ein ganzes Drama würde, länger, wenn die Figur richtig geschrieben und eingesetzt ist,
hat man doch ein bisschen reinbringen, aber von den Charakteren her ist es natürlich nicht aufgegangen, weil das sind Slapstick-Charaktere, mehr oder weniger. Vor allem Jennifer Lawrence. Und ohne Jennifer Lawrence hat der Film hinten und vorne nicht funktioniert. Das hat genau sie als Schauspielerin gebraucht. Ich habe doch recht Spass gehabt. Für mich eine gute, durchschnittliche Komödie mit nicht vielen Sachen, die ich noch nicht gesehen habe oder die nicht total offensichtlich gesehen sind, aber ich bin einfach gut unterhalten gewesen. Der ein oder andere CGI-Effekt, der noch drin war, der war zum Kotzen. Also, das war alles, das ist wirklich Müll gewesen. Nebencharaktere auch eher geschrieben wie in einem B- oder C-Movie. Aber das gibt es halt in so amerikanischen Komödien noch schnell einmal. Aber gleich gibst du dem 3,5 von 5 Sternen. I don't get it. Weil ich, eben weil ich gut unterhalten war, x-mal konnte lachen. Und wenn ich einfach so eine gute Zeit habe und auch diesen Film wirklich. Ich würde ihn gerade wieder schauen. Vielleicht nicht gerade im Kino, aber ich würde ihn jederzeit wieder schauen. Yes, Gott, nein. Doch? 3,5? Ja. Nie. Ja, also. 3, was hat denn der halbe Stern? Vermutlich Jennifer Lawrence. Ist ein halber Stern, Mann. Nein, weil sie hat einfach wirklich die Figur wieder einmal mehr so sympathisch gespielt hat und irgendwie willst du einfach mehr von ihr sehen. Und man sieht einiges von ihr. Das ist ja solches richtig, aber so habe ich es nicht einmal gemeint, aber ja. Hey, nein, für mich war es wirklich eine ziemliche Enttäuschung. Ich habe mich mega gefreut auf diesen Film. Ich habe dummerweise noch vorher gesagt, ich bin vorher noch einen anderen Film im Kino geschaut, wir haben ein Double gemacht quasi. Und dazwischen sind wir noch schnell im Biergarten gehockt zu baden. Und habe dort dummerweise die Aussage gemacht, hey, ich hoffe einfach nicht, das ist so ein Film, der das Lustigste schon im Trailer ist. Und tada! Es ist ein typischer Vertreter von dem, bis auf vielleicht zwei Szenen oder so. Und was ich auch finde, ganz ehrlich, der Film will so ein bisschen so 90er Ferrelli-Brüderer Film sein. Weißt du, wie der Something About Mary oder so? Aber er ist einfach viel zu brav. Nur weil sie fluchen und halt J-Lo in einer relativ langen Szene einfach nackt durchkämpfen. Ja, sie ist wirklich viertel Blut nackt und kämpft dort. Aber das allein macht den Film noch nicht besser. Sorry, und das ist hart, wenn ich das sage, weil ich bin eigentlich schon Fan von ihr. Und ich schaue es auch noch gerne an, nicht falsch verstehen. Aber sorry, wenn das nicht längt, um den Film besser zu machen, ist Game Over. Und er ist einfach zu brav. Es ist... Für mich hat der Funken nicht übergeschlagen. Ich habe mehr geschmunzelt als gelachen. Und was ganz schlecht geschrieben ist, und ich weiß, also ja, ich finde es nicht gut geschrieben und ich finde, sie hat dort auch ein bisschen versagt, muss man sagen. Sie ist ja eigentlich ein kleiner Kotzbrocken. Aber soll wird als Sympathieträger verkauft. Und eben, der Wechsel, weißt du, von dieser Kotzbrocken-Figur, in Anführungszeichen, zur netten Figur, wo, ich meine, das ist offensichtlich, da müssen wir jetzt kein Genie sein, um zu wissen, dass das passiert, die funktioniert fast nicht, weil sie ist gar nicht wirklich ein riesen Kotzbrocken, weil sie wird immer noch als Kotzbrocken, wird sie immer noch so sympathisch und eigentlich ist sie schon noch cool verkauft und für mich einfach wirklich nicht nur ihre Figur, auch andere Figuren schlecht geschrieben. Ich habe es ziemlich lame gefunden. Also für mich ist es schon eher unterdurchschnittlich. Weißt du, es ist nicht ein Film, der jetzt weht. Weißt du, nicht so, dass ich die ganze Tag bin und auf so, was für ein Dreck, Scheiße ich habe, was mache ich da? Es ist einfach so, okay, da habe ich jetzt gesehen, da werde ich nie mehr schauen in meinem Leben. Es gibt keinen Grund, außer wie ich die Nacktszene und das allein ist kein Film wert, sorry. Zu dem Film nochmal schauen, es gibt keinen Grund für mich, keinen einzigen. Okay. Ja. Also, was ich ja. Auch finde, was das grosse Problem am Film ist, ist, dass er eben nicht lame gesehen ist. Zwar die Wechsel von lustigen Slapstick zu plötzlich tiefgründig und bla bla. Das ist ja von 0 auf 100 immer gekommen. Quasi mit jedem Schnitt hast du einen Feelingwechsel gehabt. Und tiefgründig, habe ich jetzt auch einfach mal das Wort reingeschmissen. Aber das ist, da hast du gar nicht richtig können in eine bestimmte Stimmung reinkommen. Also bei den Gags funktioniert das ja natürlich, weil Lachen geht relativ schnell. Aber so gefühlsmässige Bindung zu etwas aufbauen und das dann nachvollziehen können, schwierig. Also eben, keine Ahnung, vielleicht hat man auch einfach gewisse Themen noch angesprochen, die mich jetzt einfach persönlich vielleicht stärker angesprochen haben als die. Klar, das kann sehr gut möglich sein. Das ist immer mit einem gewissen Drama-Element. Entweder trifft es jemand oder es trifft jemand nicht. Ja. Das stimmt schon. Ja.
Also eben, ich habe es jetzt nicht als Zeitverschwendung angeschaut und werde grösstwahrscheinlich, wenn er mal irgendwo auf einem Streamer ist, wieder schauen. Mhm. Vielleicht mal, weiss ich nicht, wenn du mal irgendwann am Sonntag am Morgen aufstehst, eine riesen Biere hast und nicht weißt, was du schauen und deine 30 willst anstrengen, dann könnte ich mir vorstellen, dass der dann funktioniert bei mir. Mhm. Ich nicht, ich schaue etwas anderes. Juhu. Das macht nichts. Ist in Ordnung. Schön. Ich schaue gerne andere Sachen. Ja, das weiss ich. So kenne ich dich. Ja. Immer anders schauen. Also ja. Nein. Wilde Vogel. Apropos anders. Und zwar ganz anders. Du bist die wunderbare Welt der Amelie schauen. Oder Amelie de Montmartre. Richtig. Ja, hey, ein Klassiker natürlich. Das kann man glaub, schon mal so vorwegnehmen. Ja. Sicher einer der bekannteren Filme, würde ich jetzt sogar behaupten. Oh. Aus dem 2001, oder? Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Poulain, ja, Poulain heisst sie, glaube ich, ja. Vom Jean-Pierre Jeunet, Regisseur, den wir immer wieder gerne haben. Eben, man erinnert sich gerne zum Beispiel an Delikatessen, Alien 4, Die Insel der verlorenen Kinder, etc. Und das ist sicher ein Film, nach dem Film, den er vorher gemacht hat, wo ein bisschen einen Wechsel gebracht hat in der Herangehensweise, weil das ist auch erst der erste richtige große Erfolg gewesen. Jetzt kann man sagen, ja, bei Alien 4 ist auch ein Erfolg gewesen. Ja, Moment. Amelie ist, ich glaube, den Film kennen alle ein bisschen, es geht um eine Träumerin eher, die hier in Paris lebt und einen ziemlich crazy Gerechtigkeitssinn auch hat, oder? Und probiert ihm allen zu helfen und für gut zu sorgen. Und wie passiert es? Ist das ein Gerechtigkeitssinn? Was? Wenn du allen versuchst zu helfen? Unrechts wieder gut machen, von mir aus. Nicht okay. Das so ausdrücken. Ist ja egal. Nein. Also, und was passiert? Sie verliebt sich so. Was dort nach einem 0815 Liebesfilm vielleicht für viele oder sogar ein bisschen an Emma losdenken, so Jane Austen-Geschichte etc., was sicher auch eine Inspiration ist, ist halt einfach ein Brett von einem Film. Das muss man wirklich sagen. Also Bilder, Kamera, skurrilste Figuren bis zum letzten. Ja, das gefällt dir natürlich wieder. Und halt ein wahnsinnig krasser Score, oder? Also eine wahnsinnig tolle Musik. Es ist einfach ein klassischer, zeitloser Film. Weißt du, auch einer, den man auch in 20 Jahren noch wird schauen können und sagen, wow, der hat keine Patina angesetzt. Mhm. Sogar die gewisse CGI-Effekte etc., mhm, die funktionieren auch jetzt, 22 Jahre nachher, immer noch ideal. Also kannst du gar nicht gross dagegen sagen. Ja, ja, nein, also zeitlos ist ja ganz klar. Also, ja. Was einem, wenn einem mal etwas an dem Film gefallen hat, das gefällt er dann auch in 50 Jahren noch. Nein, ich meine mit zeitlos, es gibt Filme, da merkst du einfach, das ist ein 90er gemacht worden. He? Ah, ja, das ist ein typischer 2000er Film. Ah, das ist schon ein 80er Film. Nur wegen dem Apfelkuchen? Nein, dort hat es andere Probleme. Aber das werden wir jetzt noch nicht aus, weil wir reden jetzt über gute Filme und damit auch über Amelie. Wirklich eine absolute Bombe. Ist aber für mich persönlich, und jetzt kommt es, das ist nicht ein 5-Sterne-Film, also nicht ganz volle Punktzahl. Weil er ist eben wirklich komplett übertreibt. Er hat wirklich wahnsinnig viel Wahn drin. Und für meinen Geschmack, und eben, das tönt überhaupt nicht nach mir, ist einfach ein bisschen zu viel sogar von dem. Es lenkt ein bisschen von den Emotionen von der Geschichte ab, meiner Meinung nach, weil es so wild ist, oder? So viel geschnitten, so viel Nebenschauplätze etc. Und das nimmt für mich ein bisschen an, ja, ein bisschen an Emotionalität raus. Weißt? Also, du bist schon dabei. Aber es ist so, cool bin ich dabei, ich schaue dem gerne mal zu und nicht, ah, ich will interagieren. Scheiße, nein, das kannst du nicht machen. Nein, mach das nicht. Da lässt er mich eher kalt. Und das liegt unter anderem an diesen Punkten, die ich jetzt genannt habe. Aber hey, ganz ehrlich, diesen Film muss einfach jeder gesehen haben. Und es ist auch ein Film, den habe ich immer noch nicht gesehen. So, wartet, bis er dann mal. Das ist so ein Klassiker, der sicher oft an so Open-Air-Kinos, die Saison kommt jetzt gleich, he? So an Open-Air-Kinos immer wieder gerne gezeigt wird. Oder eben, jetzt in dem Fall ist es ja Teil von «The Ones We Love», die Reihe, wo ich jetzt doch schon ein paar Filme so schaue, «Pulp Fiction» erst kürzlich, oder? Und da ist immer noch dort im Programm, da kann man immer noch abstimmen. Also schaut mal in eurem Kino von eurer Wahl, wo dort mitmacht, ob das möglich ist. Weil das ist ein Film, den musst du im Kino sehen, ja. Ganz einfach. Ja, eigentlich fast jeder Film, okay, aber da ist wirklich nochmal ein bisschen anders. Und wir haben doch ein, zwei Leute bei uns in der Gruppe gehabt, die den noch nicht gesehen haben. Die sind auch völlig, wow, what the fuck, habe ich jetzt gerade gesehen? Und die, die noch nicht gesehen haben, haben eigentlich das Gleiche gesagt. Ja, zum Glück habe ich das erst mal im Kino gesehen. Voilà. Das ist Amelie.
Okay. Und den bist du ja gerade noch einmal im Kino gesehen. Jo. Elemental. Genau, da bin ich eben als Double geschaut vom No Hard Feelings. Mhm. Elemental, neue Pixar-Film, oder? Und ja, unsere treue Zürcherinnen und Zürcher und alles drüber und dazwischen. Die wissen das ja, glaube ich, langsam. Ich bin jetzt nicht der grösste Pixar-Fan of all time. Wäre gerade meine nächste Frage, ist jetzt Pixar oder Dreamworks, die du nicht cool gefunden hast? Ich und die Antwort immer. Ist ja. Ah. Nein, lustig, wir haben es auf dem Heimweg. Ich bin unter anderem mit André dort gesehen im Film. Jetzt muss ich mal überlegen. Doch, in dem Film bin ich nur mit dem André gesehen. Im anderen war dann der Patrick noch dabei. Mhm. Vom Filmarchiv, oder? Herzliche Grüße. Und da bin ich nur mit ihm gesehen. Und in letzter Sekunde bin ich noch reingeschlichen. Also wirklich so, pfuh. Nein. Dann noch da, gerade vielleicht die ersten zwei Sekunden oder so auf dem Vorfilm verpasst. Ja, das gibt es ja immer bei Pixar. Oder? Durch die herabstürzende Türen, noch schnell retour gelangt der Fedora wieder mit reingenommen und los. Sogar also bei Podcast-Aufnahmen lebst du in der Vergangenheit. Das ist unglaublich. Ja. Wir sind durch mit Indiana Jones. Reden nie mehr drüber. Doch nächste Woche natürlich. Also ist gut. Mach ich aufs Phrasenschwein. Nein, hey, Pixar hat für mich so ein bisschen, was sie wirklich grossartig macht, darum sind sie auch so fucking erfolgreich gesehen, die Filme. Die haben so für mich so eine 50-50-Formel entwickelt. Ja, klar, es wirkt immer noch kindlich, oder? Und es soll für Kinder sein, Familie. Aber eigentlich ist es so 50-50 fast für Kinder wie auch Erwachsene. Weil viele von den Gags schnallen die Kinder gar nicht, oder? Mhm. Und viele von den Sachen, die vielleicht die Kinder lustig finden, finden die Eltern nicht so lustig. Es ist relativ ausgeglichen. Eben, es darf die Kinder nicht überfordern, aber es darf die Eltern nicht anschiessen. Genau. Und das ist für mich in dem mit Elemental ein bisschen gebrochen worden zugunsten der Erwachsenen. Weil ich glaube, dass viele von diesen Sachen, was für die Kinder sonst eigentlich cool ist, dass das da ein bisschen fehlt. Mhm. Als Beispiel jetzt für mich, was gibt es immer, was hat jeder fucking Animationsfilm immer, was Kinder immer toll finden, es braucht doch irgendwie noch irgendeinen Sidekick, irgendein herziges Viech, irgendein Mönchle oder irgendetwas, was noch Krüsch macht oder lustige Augen, so wo man vielleicht sogar Stoff die kann verkaufen oder so. Eseli oder irgendwas. Irgendwas. Ja. Hat es doch nicht. Mhm. So, dann gibt es etwa 3-4 Plots in diesem Film. Und der elementarste ist eigentlich, man lebt in einer Stadt, in einer fiktiven Stadt natürlich, wo alle Elemente miteinander leben. Und was ist ein Wassermensch oder Wasserfigur, was auch immer, also ein Element Wasserwesen, verliebt sich in ein Element Feuerwesen. Das kann dann nicht gut kommen, einfacher kann man es eigentlich gar nicht machen mit dieser ganzen Romeo und Julia Geschichte, oder? Das wird rauchen. Ja, es wird sogar noch, jetzt kommt es, befeuert vom Papi vom Feuermeidli, weil er hasst natürlich Wasserleute, oder? Und. So. Die Liebesgeschichte funktioniert für mich wirklich schön. Ja, ich habe sogar auch ein bisschen gefunden, auch wenn es eben Romeo und Julia 0815 Reprise 2023 ist. Alles andere, so mit ja, Selbstverwirklichung oder doch den Laden vom Papi übernehmen und ey, das hat für mich die Meinung. Und oh, ich verliere jetzt mein den Laden, das ist auch noch so ein Sidespot. Das hat für mich alles so ein bisschen lame. Einfach lame. Das war einfach für mich nicht wirklich spannend gewesen. Aber das, was sie dann gemacht haben, das haben sie wirklich gut durchgesetzt. Weißt du, also animationstechnisch ist wunderbar, es sieht super aus. Ja. Mhm. Ich finde lustig, dass die Familie von den Wassermenschen oder von ihm, dass die alle noch am Wasser gebaut sind und ständig wegen allem wirklich voll auf den Heulen und dann gibt es eine riesige Wasserfontäne. Das ist eine herzige visuelle Idee und da wird es dann nachher noch lustiger, weil das Spiel ist in einem Spiel, wo es darum geht, wer kann am längsten nicht heulen, wenn jemand eine traurige Geschichte erzählt. Also es hat ein paar gute Gags, aber von der Gagdichte her viel zu wenig für Kinder, weißt du, so am Ball zu behalten. Das hast du auch gemerkt, in diesem Kinosaal sind vielleicht 8 Erwachsene gehockt und von mir aus doppelt so viel, wenn nicht dreimal so viel Kinder. Mhm. So eine Gruppe, ich sage es mal so 8-9 Mädchen oder so, um die 10, sowas. Die haben da ganz filmlang, sind die ganzen Treppen auf und runter gerannt, haben vor der Leinwand haben sie irgendwie ein Rädchen geschlagen und Purzelbäume gemacht und am Schluss des Films sind sie über den Stiel, über den Sessel von zuerst vorne bis ganz hinten drüber gegangen. Ich sehe so wie so Gallimimus-Herden im Saal innen, weißt du, so Jurassic Park-Vibes. Und da merkst du einfach schon,
Die Erwachsenen hocken dort und schauen den Film und die Kinder sind völlig langweilt. Kann natürlich auch sein, dass die alle ihre Ritalin noch nicht genommen haben. Ich weiß es nicht. Aber ist einfach für mich so ein schlechtes Zeichen, wenn die Kinder nicht ruhig können bleiben in einem Film. Ja. Weil dann packt er sie einfach nicht. Das wäre bei Evil Dead nie passiert. Nein. Ja, und hey, was ich auch noch ein bisschen herausstellen wollte, ich habe den Score recht cool gefunden. Weil der hat sehr viel so, ich weiß nicht warum, der hat so ein indischen Touch gehabt. Weißt du, die indischen Geräusche, weißt du, so ein bisschen der Drum-Bass-Touch, schon auch mit modernen Elementen und so. Und mit der Shitar? Kenne ich schon mal nicht auswendig vom Gehören. Ach so, ja gut. Ja, aber dann mit so einem Elektrobeat Amix drunter und so. Und es hat irgendwie das mir jetzt noch gefallen. Ich weiß nicht, ich kann es noch gerne. Indie-Rave oder irgend sowas. Ja, kennt ihr noch Asian Dub Foundation? Ja, wahrscheinlich nicht, weil ihr habt ja nicht so einen guten Musikgeschmack wie ich, aber... Asian Dub Foundation. Und fick die und zwar hart. Nein, aber es ist so, es hat mich auch ein bisschen an das erinnert. Okay. Und nein, ich habe wirklich... Das ist okay gewesen. Ey, für mich ein easy Film, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das der Kinderfilm vom Jahr wird. Ich denke eher nicht. Mhm. Ja gut, den halt nicht. Nein. Ah, nein. Elemental. Ja. Gut. Schön gesehen mit. Ja, dann gehen wir vom Kino weg und gehen zu Film auf den Streamer. Mhm. Der Hill hat etwas geschaut. Nicht auf dem Streamer, ja. Ja, es ist ja nicht nur Streamer. Ja, oder einfach... Er hat sich nur... Er erzählt einfach etwas, oder? Er erzählt einfach, was sich an. Ah, das hat der Glotze halt. Ich bin kein Streamer. Ja. Daheim. Ja, was denn? Schöne Ahnung. Dämonen. Eine Live-Film-Show. Was zum Geier ist das? Ja. Das ist... Also, ich habe zufällig umgeschaltet und ich bin auf die Schweiz gekommen. Und da habe ich dann gesehen, so, hey, Moment, das ist doch Basel. Und dann habe ich gefunden, so... Wieso schon oben rechts live? Und das war eine Sternstunde gewesen, vom Dings her, vom Programm, aber die haben nicht ein Stück gezeigt. Wie gesagt, das heisst Dämonen. Und eigentlich ist das ganze Theaterstück. Gibt es schon ein Jahr im Theater zu Basel. Ist aber recht ein gutes Stück. Mhm. Und irgendwie, also wie ich dann noch halt so ein bisschen nachgelesen habe, hat ich aber gefunden, hey, können Sie das Stück, das geht in 3 Stunden oder noch länger, kann man das nicht irgendwie auf 90 Minuten zusammendrucken und aus dem einen Film machen? So einfach so eine Aufführung, wo man kann filmen fürs Fernsehen. Dann haben die gefunden, so ein, nein, geht nicht, aber haben sie dann auf 2,5 Stunden oder 2 Stunden 15 ein bisschen gekürzt, ein bisschen verändert. Und dann haben wir aus dem Ganzen so eine Live-Performance gemacht. Also sprich, die sind durch die Stadt gerannt, haben eigentlich die Theateraufführung gespielt in der Stadt. Mhm. Es sind 7 junge Schauspielende, die wo immer wieder so in verschiedenen Kostümen aus ihrem Leben etwas erzählt haben. Also es ist eigentlich ein bisschen wir auch. Also es ist wirklich, Theater, es ist wirklich Kunst. Und das Ganze ist dann gefilmt worden in der Stadt. Und alles in One-Shot, also wirklich immer permanent drauf, es hat nie einen Cut gegeben, es ist immer noch gefilmt worden, es ist gerade direkt. Dann gab es 2 SIM-Karten gehabt, so in der Kamera, so wie sie erzählt haben. Das Ganze ist dann direkt eigentlich... SIM-Karte? Meinst du nicht Speicherkarte? Nein, SIM-Karte, wir haben sie ja übertragen. Es ist so, ja. Okay. Und das Ganze ist irgendwie auf Amerika, unter dem Meer durch, hat sich dort umgewandelt im Rechner, ist zurückgeschickt worden, ich glaube 12 Sekunden haben sie gesagt, ist so du. Zeitdifferenz. Aha. Und ist dann eigentlich im Fernsehen gezeigt worden, inklusive einfach gerade im Theater. Also im Theater sind wirklich Leute geguckt und haben das Ganze auf die Leinwand geschaut. Und die haben in der Stadt eigentlich die Performance gemacht. Über 2 Stunden lang. Mhm. Und es ist, wie gesagt, es ist eigentlich eine Theateraufführung, aber man hat das so ins Fernsehen gemacht. Also ein bisschen, glaube ich, auch die Idee war, um ein bisschen was Neues zu suchen, ein bisschen das Theater auch rausbringen, ein bisschen die Leute, die vielleicht ins Theater gehen. Und dann, ich sage jetzt mal so, vom Inhalt, von der Geschichte, ja, es ist halt wirklich eine Theaterfeig. Also, sie sind zum Beispiel einmal sind sie, am Barfi hinten bei der Excalibur, das Gässli, das hinten durchgeht. Das Steinebach-Gässli. Können Sie, ja. Mhm. Ich kenne auf das schlimme Gässli. sind sie. Es schmeckt schlimmer, als dass es ist. Jedenfalls jetzt sind sie durch und dann ist mal ein Typ in einem
Hochzeitskleid dort mit einer Maske und ist dann gelaufen und dann irgendein anderer plötzlich mal zu einer, sag ich mal so, eine Punk-Aufmachung mit einer Clownsmaske rumgeschraubt und hat aber irgendwie halt die Texte geschaut. Ja, und es ist halt einerseits weh gewesen, aber andererseits faszinierend, weil es ist halt in Basel gewesen. Sie sind dann nachher noch die Steine runtergelaufen, dann haben noch die Leute noch dazu ein bisschen so einbezogen, sag ich aber, mal. Soll ich, wenn ich jetzt unterbreche, aber ja. Du hast jetzt ja gerade angefangen mit der Verstellungsgeschichte. Und dann sagst du, wo sie durchlaufen, dass dort einer gekommen ist. Um was ist es gegangen? Was ist das? Ist es eine Liebesgeschichte? Ist es eine Horrorgeschichte? Sind ist es ein Leute, Drama? Von ihre, von ja, aber es hat ja eine Geschichte im Jahr. Eben nicht wirklich. Also ist es ein Episodentheater, Episodenstück? Es ist auf der Live-Performance. Aber du kannst sagen, es ist nicht so, dass du jetzt sagen kannst, okay, es geht es in einem Stück zum Beispiel um, es ist keine Ahnung, irgendeine Geschichte, zum Beispiel Rohkäppchen oder so, sie gehen singen zu einer bösen Hex und da passiert irgendwas. Und es ist wirklich, es sind einfach sieben Leute, die miteinander einfach irgendwie, sie erzählen irgendwie aus ihrem Leben. Also es ist einfach wie ein paar aus dem Leben erzählen, aber es ist in dem Sinne eine Geschichte, dass es irgendeinen Zusammenhang hat in dem Sinn. Es ist eine Live-Performance. Aber, ja, halt aber Entschuldigung, also ich sehe da, also wenn ich jetzt auf die Seite gehe, oder? Eine Gruppe junger Leute zieht in die Nacht. Das sind die Enkel in der 68er, die bereits um das Verklingen der 68er-Bewegung wissen. Hm? 68er? Ja, die Enkel von denen. Von der 68er. Das sind einfach heutige Leute. So, es geht um Glauben, es geht um machtvolle Konstellationen wie Medienkonzern, Nationalstaat und so weiter. Also da, man kann schon eine Geschichte daraus lesen. Also da haben sie nichts von. Ich weiß nicht, ob das richtige lese. Garantiert. Ich habe 7 junge Schauspieler lassen durch Basel und erzählen ihr Leben in die Kamera. Ja. Es soll etwas passieren, denn diese Nacht könnte ihre letzte sein. Ja, also das kommt bei mir am Schluss auch, das ist schon das. Aber wenn du es lügst, hast du nicht den Sinn, singen, dass es deine letzte Nacht könnte sein. Oder es ist aber eine Live-Performance, ich erzähle einfach von sich. Mhm. Okay. Du hast einen Schritt auf, du möchtest entschuldigen nicht, für das ich irgendwie. Keine Ahnung, Porno schaue, entschuldige nicht, für das ich irgendwie mich nicht interessiere für Seil. Ja, man kann aber sagen, es ist ein Sozialsatire oder ein sozialkritisches Live-Stück. Ja, es so. Gibt auch Leute, die sind nicht so wie wir. Für die könnte das die letzte Nacht sein. Und nicht jeden Tag. Es ist ja wie gesagt, es hat in dem Sinne keine Geschichte oder so, wo du sagst, okay, es hat einen Aufbau von einer Story oder so etwas. Und es ist okay, wirklich, also für wen wäre es denn geeignet? Für wen würdest du jetzt das empfehlen? Sag mal, wenn es irgendjemand Bock hat, auf mal ein Experiment zu schauen. Etwas, wo wirklich, wie gesagt, es ist ein One-Shot. Du siehst immer nur, die Kamera ist an. Und sie verschwinden haben sie zum Teil hinter der Kamera und dann ziehen sie sich auch um. Aber die Kamera ist immer voll drauf und es ist halt in der Stadt und auch nicht Mitmenschen werden mit einbezogen. Mhm. Und also sag mal, wenn du es live siehst, hat es sicher nochmal einen anderen Touch, weil du weißt ja nicht, was passiert. Es kann ja sein, dass irgendjemand in der Stadt auf die Tür rennt oder sich reinmischt oder so. Mhm. Das ist ja etwas, was ich gesagt habe, einerseits Fehler werden nicht entschuldigt, weil du musst halt wirklich die Zeugs machen. Ja. Bloß halt eben, es können es einfach ragen oder es können es. Du weißt nicht, wie verhalten sich jetzt die Leute wohl rings und rechts, wo du durchlaufst. Weil sie laufen dann wirklich durch die Steine, wo tausend Leute gerade im Ausgang sind und keine Ahnung, wird irgendwann betrunken und plötzlich geht er irgendwie rein. Reagieren, ja klar. Genau, und das ist einfach so spannend, also mit sich einfach. Dass ich das Experiment einfach dem zuzuschauen. Ja. Und wie hat es dir gefallen? Ist interessant gesehen. Hey, nein, das ist interessant. Ja, was will ich sagen? Es hat mir gefallen. Hat es dich bewegt? Hat es dich zum Lachen gebracht? Hat es dich verwundert? Bist du traurig geworden? Bist du hässlich geworden? Willst du es nochmal schauen? Du, nein, ich gesagt, es hat nicht lustig. Es ist interessant gewesen. Ich bin dort gegangen, habe es interessant gefunden, habe es Glück gehabt. Einfach mit dem Gedanken, hey, was passiert jetzt? Du siehst, wie gesagt, halt immer wieder Leute, dann sehen sie, lügen sie komisch und überlegst so, wie geht es jetzt weiter und was ist überhaupt der Sinn von dieser Aufführung? Weil ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es irgendeine Geschichte ist, wo du weißt, okay, es geht jetzt, wie gesagt, um irgendetwas, was sie suchen oder was sie wollen. Ich habe eigentlich dann eingeschaltet, habe spontan. Nicht ganz am Anfang. Ja. Und dann nochmal zurückgeschaltet am Schluss, um noch den Rest zu schauen. Und es ist einfach, du siehst etwas, was mich jetzt einfach interessiert. Und ich habe es spannend gefunden. Ja. Ich habe es eine gelungene Sache gefunden. Ja, mir das jetzt tatsächlich, ja. Dann cool. Okay. Gut. Also. Machen wir.
Dämonen, eine Live-Film-Show. Dann hat der Alex Killer Joe geschaut. Yes, Gott. Also, weißt du, ich hab deine Beschreibung dazu gelesen. Mhm. Schön, oder? Also meine, deine Bewertung ist ja unterirdisch. 1,5 Sterne hast du schon gegeben. Und ich glaube, der Film ist wirklich schlecht. Also trotzdem hure Bock, den zu schauen. ja, kann sein, dass dir der gefallen tut. Ist von William Friedkin. Ich meine, durchaus einer der bekanntesten Regisseure. Ich meine, der Mann hat die Exorzist gemacht, Sorcerer. French Connection hat er noch gemacht. Und noch ganz viele andere Sachen. Also wirklich einer der renommierten. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, das ist etwas falsch, ist er verstorben oder so? Dass ich jetzt hier blöde Sprüche mache über ihn. Ich habe gemeint. Nein, es sieht noch aus, als wäre er rum. Also das heisst, er kann jetzt noch rum sein, er darf hier über ihn fluchen. Ich glaube, er hat vergessen, wie man gute Filme macht. Um was geht es hier? Es spielt alles so ein bisschen bei einer White-Trash-Familie. Und wo dann entscheiden eigentlich, weil sie ständig Geldprobleme halt haben. Hey, weißt du was, wir bringen doch die Ex-Frau vom Papi quasi um, oder? Mhm. Also die Mutter eigentlich, aber alle hassen sie, weil sie immer gewalttätig war und die haben sich neben getrennt. Bringen eben die Mutter um quasi, die nicht mehr bei ihnen lebt, mit dieser Familie. Oder lassen sie besser gesagt umbringen, weil sie hat ein bisschen Geld auf der Kante, oder? Und das kann ja eigentlich nur, das Geld kann ja nur an ihre Kinder gehen. Und zwar an die Tochter, gespielt von der Juno Temple, die so ein bisschen zurückgebliebene, verschupftes Teenager-Girl dort spielen. So. Mhm. Und auch, weißt du, die im Kopf auch nicht so, nicht die schnellste ist, sagen wir es mal nett. Mhm. Aber das auch aufgrund von eben schlimmen Verhalten allen Leuten von ihr gegenüber. So. Und sie hören halt für das, weil sie finden, ja, Killer sind wir jetzt nicht gerade, hören sie den Kill Joe an, einen Polizist, gespielt von Matthew McConaughey, der quasi nebenbei dort noch Auftragsmord machen. So. Ja, das passt ja wunderbar. Jo. Eben nochmal, der Cast ist cool. Emil Hirsch ist, der kennt mich ja jetzt zum Beispiel Into the Wild oder so, ist da der eine, eben der Sohn, wenn man Ärger hat. Der Thomas Hayden Church ist ein Name, den ich mir nie kann merken kann, aber wenn ihr das Face seht, dann wisst ihr gerade, ja. Ist Donnie Darko dabei gewesen? Nein, das war der Dings, der Sandman. In Spider-Man 3. Das stimmt, genau. Ja, aber eben, der Name weiss nie jemand. Einfach das Gesicht kennt man. Juno Temple, wie genannt habe, eben Tochter spielt, sie kennt man jetzt vor allem natürlich auch aus Ted Lasso und. Also es ist eigentlich quasi jede Figur, die nochmal da durchläuft, hat man das Gesicht schon mal gesehen in einem anderen Film. Mhm. Aber der Film ist halt einfach nur so ein typischer White Trash Porn. Also ein Misery Porn. Einfach alle Figuren sind wirklich völlig überzeichnet. Es ist richtig anstrengend, wie die miteinander reden. Es ist kaum eine normale Unterhaltung. Es ist wirklich so, wenn wir schon von Theater jetzt gerade hatten, oder? Als würdest du ein Theaterstück schauen, weil da tut man ja gerne ein bisschen überrissen Schauspieler, weil, ist ja keine Leinwand. Dementsprechend kann man nicht so Nachaufnahmen machen. Und der in der hintersten Reihe muss ja gleich mitbekommen, was für Emotionen gerade auf der Bühne sind. Aber bei der Kamera ist das eben nicht nötig, das hat man ihnen aber vergessen zu sagen. Und das liegt ein bisschen an William Friedkin. Und die ganze Entwicklung, was passiert, etc. Es hat zwar einen Twist nach dem anderen, aber wenn die nicht siehst kommen, dann gehörst du selber in so einer White-Trash-Familie. Ich sag's euch, also nehmt sie da selber ein bisschen zurück. Er ist wirklich, er hat einfach, ich habe es geschrieben, keine Raffinesse und keine Vielschichtigkeit, das ist es. Es ist einfach nur, sich einen abholen ab dem Elend von anderen Leuten. Und die spielen alle wirklich ultra schlecht. Ich finde eigentlich alle doof. Dann gibt es noch wirklich ein, zwei Szenen, die sind wirklich, also weißt du, so mit psychischer und auch körperlicher Gewalt, vor allem psychische Gewalt, die ausgeführt wird, weißt du, wirklich Erniedrigung. Also, ich sage nicht wer, aber der Killer Joe nimmt so ein Bullebein von so einem KFC-Bucket und tut sich da quasi vor seinen Schwanz anheben. Und lässt sich dann minutenlang von einer quasi das Hirn und Beinchen lutschen, um sie zu erniedrigen. Weißt du, so Zeug. Also, es ist wirklich, ich finde es schrecklich. Ich bin nicht der, weißt du, so zart beseitigt oder so ist. Im Gegenteil. Nein, aber das arme Huhn. Nein,
Ach, du bist ein Trottel. Sorry, nein, aber es ist wirklich so Zeug, das macht mich einfach hässig, nicht? Ja, los. Es macht mich einfach hässig, es gibt keine Begründung für das. Und die Leute, die da finden, ich habe es cool gefunden, wir nehmen jetzt hier, ihm hat mir sein Hirnbein lutschen. Ganz ehrlich, ey. Ganz ruhig, Bubu. Bitte nicht mit mir. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Und jetzt kommt es. Es ist einfach noch hure langweilig zu allem. Das ist tragisch. Also ich finde das wirklich sehr tragisch. Und ich staune, weil er hat zum Teil mega gute Kritiken, auch bei Leuten so in unserer weiteren entfernten Bubble, sag ich mal. Ich weiss nicht, das sind ja nicht ganz Bachen. Also wirklich, ich kann euch nicht mehr ernst nehmen. Es gibt keinen Grund, um diesen Film so gut zu bewerten. Keinen. Ja. Also für mich, lernt er ja aus. Okay. Gut. Ist ja kein Wunder. Ich meine, schau mal den Starcast da und kaum jemand kennt den Film. Ja. Ist auch noch so ein bisschen etwas, was ich damals so. Meistens macht es schon auch Sinn. Und Gina Gershon spielt mit. Die ist ja immer so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich mag sie zwar eigentlich als Schauspielerin, aber sie hat meistens irgendwie Film in also Rolle im richtig schlechten Film. Ja. Also wenn du so ein Star-Aufgebot hast und ein Budget, ich sehe da 9,5 Millionen. Also ich glaube, da hat man wahrscheinlich schon ein bisschen am Lohn gespart. Ja, nein, weißt du, das sind noch viele, gell? Ey, eben. Also wenn ich jetzt Matthew McConaughey oder Emil Hirsch oder wer, eigentlich egal wer von denen wäre, wenn William Friedkin sagt, hey, ich drehe hier einen Film, dann würde ich auch sagen, oh, what? Gut, aber schau mal seine Vita an, der hat wirklich sau viel Zeugs gemacht, wo wirklich nichts ist. Ja, ja, also, klar. Aber nichtsdestotrotz überlegst du, weißt du, und grundsätzlich, weißt du, es tönt schon auch okay an mich. Wenn du es nur so liest, denkst du, ah, komm, das hat so ein bisschen. Nicht Tertiary, so ein bisschen Kohnbrüder könnte es werden. Weißt du, so alte Kohnbrüder-Vibes könnte der Film haben. Wenn die Kohnbrüder den Film gemacht hätten, dann wäre der sicher gut und hätte eine gewisse Klasse. Aber er hat aus dem einfach wirklich nur für mich einen peinlichen Film gemacht. Ja. Okay. Gut. Also, das tönt alles andere als motiviert. Sorry. Dann habe ich jetzt auch endlich einen können nachholen. Und zwar Weird, die Al Yankovic Story. Und ich habe mich wahnsinnig auf den gefreut. Ja. Bin dementsprechend leicht enttäuscht gewesen, weil meine Vorfreude war einfach zu gross gewesen. Und das gibt es halt ab und zu. Nicht, dass der Film schlecht ist, das kann man überhaupt nicht sagen. Der Film ist recht cool gemacht, er ist sehr weird, was er auch soll sein und fast muss sein. Ich habe mir aber wirklich eigentlich ein richtig cooles, überdrehtes Biopic gewünscht, was es nicht ist, weil es ist halt so ziemlich alles, oder das meiste fiktiv mit ein bisschen Grundlagen aus dem wahren Leben. Irgendwann, so etwa ab der Hälfte, ist mir dann ein bisschen zu sehr überbordet. Aber ja, eben, das muss jeder für sich selber wissen. Aber einmal Daniel Radcliffe macht einen richtig geilen Job. Also eigentlich das ganze Cast ist sehr, sehr cool zusammengestellt. Auch der Rainn Wilson wieder einmal in einer sehr, sehr abgedrehten Rolle, die fast niemand besser können spielen als er, finde ich, der Dr. Demento. Und ja, hey, auf jeden Fall sehenswert, Soundtrack. Natürlich auch cool. Mit gewissen Gags muss man vielleicht. Das muss, glaube ich, deinen Humor treffen. Jetzt bei mir nicht ganz immer, aber oft. Ja. Jo. Ja, also eben, wenn man halt. Also, es ist wirklich alles frei erfunden. Es ist eigentlich nichts in diesem Film stimmt. Das, ja, das macht es eben noch geiler. Doch, ich glaube, Handorgel spielt er schon. Ja, aber weißt du, was ich meine? Aber sonst ist es crazy. Es ist einfach alles frei erfunden, all die Leute rum. Und aber, sorry, gibst mir hoffentlich wenigstens mit dem recht. Ich finde, es hat noch nie einen besseren Schluss gegeben bei irgendeinem Biopic, den ich je gesehen habe. Also das Ende ist fantastisch. Sag nicht, du hast vorher abgestellt. Du meinst? Einfach der ganze Schlussteil. Die letzten, mit Abspann dann auch noch, die letzten 5 Minuten oder so, oder 3 Minuten. Ja, habe ich schon geschaut, aber siehst du, habe ich schon wieder vergessen. Hat mich irgendwie... Hast du am Schläfeln gesehen? Nein, ich hab mich einfach dort nicht mehr so abgeholt. Okay. Also, ich habe mich noch gefragt, welchen Teil am Schluss meint. Ich habe gemeint, du meinst. Also, wenn du da Pantomime machst, komme ich auch nicht dahinter. Ja, es hat einen Stein vorne dran, es hat Erde drauf und dann hast du ein Händchen. Beiglüpft. Ja, nein, eigentlich schon vorher. Der Dude ist nicht tot. So, jetzt, habe ich das mal gesagt. Ja, eben, das meine ich mit.
Hand. Ja, aber das kommt dann noch. Ja, das kommt, aber. Egal. Oder haben die das auf Sky nicht drauf gehabt? Was? Also gut, komm, ich das jetzt. Ich glaube, das ist kein Spoiler und wenn, dann tut es mir leid, aber ich glaube, nein, ich nicht. Er stirbt in dem Film. Jo. Du siehst, wenn er umgebracht wird, wie die Leute die Welt ruht, etc. Der Dude lebt noch. Allein einmal das ist schon grossartig. Aha, so. Und wie das inszeniert ist. Ich bin verreckt vor Lachen. Aha, so. Wie geil ist das? Weißt du, ein Biopic und dann sind sie einfach nicht nur das alles andere schon logisch, sie sind sogar schon ein Ende heraufbeschwören, was es gar nicht gibt, was gar nicht gegeben hat. Und ich finde, das ist so geil. Aber ja, gut, okay, finde ich das einfach geil. Aha, nein, dann weiss ich jetzt, was du meinst, aber das hat mich jetzt gar nicht abgeholt. Also, ja. Hei, heute treffen wir uns gar nicht vom Humor. Das ist schon crazy, nein, ja. Nein, also, ja. Schlimm. Irgendwie ist der Wurm drin. Was soll ich machen? Ja, also, weißt du, sehenswert ist er ja allemal. Ja, also, nein, wirklich, ist schon klar. Da kann man nichts anderes sagen. Obwohl, das trifft irgendwie auf so ziemlich bald jeden Daniel Radcliffe-Film in den letzten 10 Jahren. Mm-hmm. Ist eben schon irgendwie fast beängstigend. Und der Dude einfach immer nur die wildesten Rollen annehmen. Ja, ja. Ah, gut. Stimmt, ja. Aber muss er ja auch fast. Sonst wird er plötzlich wieder auf den Harry Potter reduziert. Nein, das wird er eben schon lange nicht mehr. Ja, eben. Er hat es eben geschafft. Aber der ist hängen geblieben dort. Der nimmt nur noch wilde Rollen, habe ich das Gefühl. Weil er hat ja alles gespielt. Weil einfach das nur so geil. Weit weg vom Harry Potter war, ja. Wie es noch irgendwie geht. Ja, aber jetzt hat er es gar nicht nötig. Aber ich glaube, der ja. Liebt das einfach. Ja. Er findet das einfach geil. Ja. So, was ist das für eine Story? Wie? Ich muss mir irgendwie, keine Ahnung, ich lasse mir Hörner wachsen, ich will zum Teufel, oder ich muss mir irgendwelche Knarren an die Hände machen lassen, kann nicht mehr weg. Und jedes Mal, wenn ich mich bewege, schieße, oder ich bin ein Sackmesser, der furzt. Ja, ey, kauf mich in. Und das ist, ich liebe ihn wegen dem. Ich bin ein huere cooler Dude. Mir gefällt das. Ja, das ist eben schon sehr cool. Jo, also, so viel zum Thema Weird. Ja. Die Jankovic-Story. Dann hat Alex noch The Collector geschaut. Yes. The Collector. Ich weiß gar nicht, ob das Indie ist, aber ich glaube schon eher ein Indie-Horrorfilm. Aus dem, was ist er, 2009. Da ist vielerorts natürlich, dürfen auch nicht zeigen, oder? Ihr kennt es, so oder? Scheint von denen, oder? So, yes, das Gott im Himmel, oder? Ja, so nicht. He. Nein, also ich. Ich weiß gar nicht, warum ehrlich gesagt. Also, klar, ist schon brutal und alles. Es ist eigentlich so ein bisschen. Wie macht man das? Es ist so ein Home-Invasion-Film. Mhm. Weißt du, so ein bisschen. Ich glaube, ich habe es eigentlich wirklich schön umschrieben. Und zwar. Der Film ein bisschen ist wie wenn du Jigsaw-Killer bei den Pfadfinder gesehen ist und dann auf Hausbesuch geht bei den Leuten. Kick verkaufen. Ja, eben nicht. Sondern was er wie der Pfadfinder gelernt hat und mit seinem Twisted Mind noch ein mit Fallen verbinden. Und halt ein Dude, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist, auch in diesem Haus ist, allerdings er will einbrechen und etwas klauen. Und dann merkt, oh, die ganze Familie ist schon mehr oder weniger in der Gewalt, bis das kleine Mädchen von dem Killer-Dude, dem Collector. Und jo. Und er entwickelt sich halt ein richtiger Kampf in diesem Haus, oder? Und er hat wirklich ein paar richtig schöne, derbe Splatter- und Gore-Effekte, ganz klar. Mhm. Auch schön handgemachte Sachen. Weißt du, nicht einfach irgendwelche CGI-Körperteile, die ganze Zeit rumfliegen. Was ich auch immer riesen Fan bin. Der Collector selber sieht recht nice aus. Der Schauspieler, der ihn spielt. Ich sehe hier Bösewicht in Crocodile Jones 2. Crocodile Jones, fuck. Crocodile Dundee. Hey, ich bin so hinüber. Crocodile Jones. Tut mir leid. In der Hand. Juan Fernandez, das ist hier Bösewicht gesehen im Crocodile Dundee 2. Weißt du, wo sie wieder dann. Die Frau, oder die Linda heisst sie, glaube ich, bedrohen und der Crocodile jetzt doch aus seinen Fängen von diesem Mafia-Dude befreien. Ja, der riesen Ranch und so. Und dann hauen sie doch wieder ab, oder nach Australien, oder wo er in seinem Revier kann durch besser kämpfen und so. Yeah. Ich liebe ja diesen Film auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Das ist sehr, sehr gerne. Ist auch mein Favorite von ihnen. Ja, ich glaube, ich finde den zweiten eben auch besser als der eins, ja. Und die anderen. Egal. Und der spielt eben den Collector.
mit so komisch, creepy, leuchtenden Augen. Weißt du, wie eine Augenkrankheit, die er hat, oder? Mhm. Hey, und es ist jetzt nicht der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, aber für so einen Horror- und Gore-Fan und die noch Home Invasion-Sachen gegangen haben und gemeine, fiese Fallen und so, hey, dann werdet ihr euren Spass haben mit dem. Es ist nicht weltbewegend, es gibt anscheinend auch noch eine Fortsetzung. Die will ich vielleicht sogar beim nächsten Mal reinzupfen. The Collection. Ganz genau. Auch mal einen sinnvollen zweiten Titel finde. Weißt du, anstatt einfach The Collector 2, das wäre ja doof gewesen. Ja, finde ich cool. Hey, ich mag das eben noch, wenn man ein bisschen auch kreativ ist und so mit Wortspiel schafft. Ja. Das finde ich immer gut. Ich eben auch, ich finde das auch gut. Ja. Hey, und ich habe einfach einen Kritikpunkt noch. Was ist das Wichtigste an einem Horrorfilm? Laut dem Alex, klar, der Score, oder? Mhm. Oder die Musik an sich. Der ist hier 0815, halb so schlimm. Okay. Aber genauso wichtig ist natürlich Sounddesign. Weißt du, wie tönt das? Weißt du, jetzt an die Eingeweide rausgerissen werden? Oder ja, was auch immer, oder? Oder wenn jemand auf der Treppe läuft und es giert, also das müsst ihr doch. Sackbeil. Alter. Immer wenn irgendeine harte Szene oder irgendetwas ein Grusiges passiert, so Jumpscare-artige Momente oder so, oder Verfolgungsjagden, dann ist es einfach so gesehen, als hätte der Sounddesigner, hey, so, was habe ich eigentlich alles für Töne? Ah, Leopard, wo miaut, da habe ich einen Wal, wo irgendwie macht, oder? Hey, was ist das so für ein komischer Sound? Oh, das ist ein explodierender Lastwagen. Hey, ich tue doch das einfach immer alles übereinander werfen und dann noch irgendwelche random Leute schreien. Das war recht anstrengend. Es war eigentlich die ganze Zeit immer nur Geschrei gewesen, obwohl gar niemand zum Schreien ist. Also auch wenn noch jemand hinter ihm reinrennt und so. Yeah. Und das ist manchmal ein bisschen komisch. Vielleicht fällt das nicht jedem auf, aber ich habe, dummerweise ist mir das ganz am Anfang mal aufgefallen. Und ich dachte, ja gut, okay, das ist einfach durch ein verfehlt gewesen. So. Nein, du, der zieht es durch. Ja, das könnte man jetzt schon ein bisschen besser machen, muss ich sagen. Aber hey, ist unterhaltsam. Und wenn euch das jetzt stört, ihr einfach ein bisschen Gore wollt sehen, dann sind ihr dabei. Okay, soviel zum Collector. Mhm. Ja, dann sind wir bereit so weit, dass wir zu der Serie können wechseln können. Wow! Ja. Du Kopfdamm. Heute sind wir zügig dran. Ja, holla die Waldfee. Jo. Ich konnte auch wenig schauen. Ich bin auch wechseln. Ja. Und alles andere, was ich geschaut habe, das sind Vorbereitungen auf weitere Folgen. Ja, das war bei mir auch ein bisschen blöd, so. Und dann sind wir ja noch am Samstag am Aufnehmen gesehen, wie die Wilden. Aha, ja. Stimmt schon. Ja. Ja. Gut, also komm, ich mache mal schnell den Anfang. Oh ja. Ja, wenn du schon alles andere gesehen hast, dann schaust du halt weiter. Ich habe die zweite Staffel von And Just Like That angefangen. Der neue Ableger-Serie von Sex and the City, wo ich auch schon die erste Staffel geschaut habe. Leck das abgeben. Die ersten zwei Folgen sind draussen und das hat Uhren abgegeben. Also irgendwie die Hälfte der Charaktere kenne ich nicht mehr, die irgendwie in der ersten Staffel mal dabei waren, weil die irgendwie so platt waren. Die Interaktionen mit den Hauptcharakteren untereinander sind praktisch komplett nicht um. Die telefonieren fast nur noch. irgendwie so die Wokeness, die man in der ersten Staffel noch, wie ich finde, noch fast clever thematisiert hat. Die ist jetzt irgendwie zwar allgegenwärtig, aber es checkt es immer noch niemand. So, also es ist noch schwierig, also irgendwie, naja, ja. Aber es ist eine schöne Entwicklung, dass du es auch endlich einsehst, dass das Blödsinn ist. Das gefällt mir. Ich glaube, ich schaue die alten Staffeln nochmal. Nein, sag ich. Gott! aber ist es so, die Frage ist schon, alles aufs Mal kommt, ist es wöchentlich, wenn es eine Folge rauskommt? Nein, eben, es sind jetzt die ersten zwei Folgen raus. Die ersten zwei und dann wieder wöchentlich. Sie haben jetzt, glaube ich, gerade die ersten zwei miteinander rausgebracht und dann kommt jetzt wöchentlich auf Sky. Ja. Kommen die jetzt raus. Ja. Jo. And okay. Just Like That, Staffel 2. Ist der Big immer noch dort? Wer weiß? Nein. Also, ich glaub, jeder, wo das interessiert, der weiß, dass er tot ist. Und alle anderen, die jetzt erst anfangen, macht es nicht. Pfui. Oder? Ja, nein, ich habe schon immer wieder Spass gehabt damit. Aber muss man halt offensiv für gewisse Sachen. Also, nein. Ja. Der nicht. Also, der Alex ist ein bisschen in den 90er Jahren hängen geblieben. Kennst du mich? Nein, ich kenne mich, aber ich glaube, ich bin ansteckend.
Nein. Parker Lewis, der Coole von der Schule. Yes, oder Parker Lewis, can't lose. Hey, wahnsinnig, wenn man sie heute nochmal schaut, auch merkt, wahnsinnig inspirierende Serie für ganz, ganz viele Serien, die nachher gekommen sind. Mhm. Ich will aber gar nicht zu gross auf eingehen, weil ich werde demnächst mit unserem lieben, geschätzten Kollegen Dominik Hug darüber reden. Besichert sie im Actionfilm-Podcast Action-Kult. Ja. Und nein, es ist keine Action-Serie, so wie habe ich schon mal vorweggenommen. Es ist wirklich eine Highschool-Comedy-Serie im Stil von Scrubs, Malcolm in the Middle, so ein bisschen in die Richtung. Allerdings einfach zig Jahre vorne dran rausgekommen und auch nicht so lange gelaufen. Das hat diverse Gründe. Und ja, wir werden dann in der Erfolg darüber reden. Also dort auch ein bisschen die Augen offen behalten, nicht wahr? Mhm. Das wird demnächst passieren. Und ja, jetzt habe ich auch müssen für das auch noch ein bisschen nachschauen. Ich bin längst nicht durch alle 73 Folgen gekommen. Habe ich aber auch gar nicht den Anspruch gehabt. Ich glaube, du auch nicht unbedingt für sich, sondern wir wollen einfach ein bisschen dumm reden über die Serie, oder? Weil wir halt beide mit dem aufgewachsen sind, oder? Es ist halt schon vor allem die erste Staffel, die ganz wichtig ist und sehr prägnant ist für die Serie. Korrekt. Ja. Nein, wirklich sehr, sehr viele Stilelemente, die du heute aus wirklich sehr, sehr grossen Serien kennst. Ich werde sogar den Bogen schlagen zu Breaking Bad, wo wahrscheinlich der eine oder andere wird sagen, what the fuck? Aber ich werde das dann schön dort erklären. Mhm. Aber nicht hier bei uns. Oh, wie gemein. So bin ich. Ah. Parker Lewis. Arschloch, Alex. Sollte ich auch mal wieder schauen. Die Coole von der Schule. Ja, ich habe hier ein Ding beibringen. Das ist aber auch so etwas, weißt du? Ist ein Blu-ray. Mhm. Zwei Blu-rays drin für alle drei Staffeln und alles in SD, nicht einmal HD. Mhm. Hey, das denn auf der Leinwand, das ist, ich sag's euch, Jungs, das ist. Also, ich weiss, es tut jetzt sehr nach, wie will man sagen, so ein bisschen First World Problems, aber es ist nicht geil immer. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, ja, gibt's schon. Eben, da bist du ab und zu besser bedient, wenn du einfach nur eine stinknormale DVD hast und das noch auf einem nicht so geilen Fernseher schaust. Es kommt besser. Ja, oder also ich schaue gewisse Sachen schaue ich bewusst auf dem Laptop. Mhm. Weil ich sage, komm, der ist nicht so gross, weißt, dann kann ich es auch in den Abstand ein bisschen mehr machen, dann tut es mir nicht so weh. Mhm. Aber auf einem grossen Fernseher, so, wenn es eben nicht aufbereitet ist, wegen seinem HD. Das ist wirklich unangenehm. Also, es ist auch nicht angenehm zu schauen. Also, ich kann nicht irgendwie mehr als so 4-5 Folgen schauen. Dann wird es wirklich merken, wie die Augen lang so, oh Gott. Ja. 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 Ich glaube mal auf Amazon Prime gsi, glaube eben nicht mehr zur Zeit. Nein. Das ist eben schade. Nein. Sie haben es eben gerade drauf genommen, wo ich mal gefunden habe, oh, jetzt könnte ich langsam mal wieder anfangen zu schauen. Aber ja. Ja. Nein, hat halt schon ein paar sehr, sehr coole Elemente gehabt. Ich meine, der, ist das gewesen, Notfallausredenkartei, die sie hatten. Super. Mhm. Jerry C. Mantel war eigentlich der grosse Star von der Serie. Ja, der Kubiak, würde ich sagen. Ja, auch. Und vor allem der Kubiak ist ja immer wie cooler geworden. Ja. Kubiak ist irgendwann der heimliche Held. Noch die Rektorin, das Musso. Oh ja. Mhm. Und ihre schleimigen Fussabtreter, wird er wieder geheissen. Ja. Ich will immer Elmo sagen. Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Ja, übrigens, Fun Fact zum Überbrücken, dann sagst du gerade. Der und der Kubiak spielt, also der Kubiak, den kennen ihr alle. Den habt ihr schon 100 Mal in einem anderen Film gesehen. Ja, ja, Emergency Room und so. Zum Beispiel, ja, oder das junge Fred Feuerstein. Er und eben der Lemmo, Frank Lemmo. Jo, heisst genau, genau. Gespielt von Tash Johnson. Die sind tatsächlich damals, glaube ich, zwischen erster und zweiter Staffel sind sie Roadies gesehen auf der ersten Tour von No Doubt. Geil. Ja, das ist ja ein Fun Fact am Rand. Okay. Ja. Sehr also cool. Geil, ja. Ich meine, also, würde mich anschiessen, jeden oben noch da zu hören, aber. Ja. Nicht cool. Obwohl. Das sind sie ja noch nicht bekannt gewesen. Ja, aber auch. Also zum einen weiss man, die haben recht gut können Party machen, sind, glaube ich, als Menschen recht angenehm gewesen. Die haben ja mit so vielen Leuten permanent Touren. Dementsprechend haben sie richtige Familientouren gemacht. Das war eben schon cool gewesen, Anfang des 90er Jahre. Also, eigentlich, bevor sie hier bei uns. Große Folge gesehen, aber sie haben es auch noch ein bisschen durchgezogen. Muss man schon. Hey, ich freue mich wirklich darüber, über das zu reden. Das wird sicher sehr glatt. Absolut, ich und dann noch auf Hochdeutsch, das wird anstrengend. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn irgendein Schwab kommt und sagt, lerne mal richtig Hochdeutsch, sage ich, ja, lerne du Schweizerdeutsch, Bubu. Kommen wir nicht so.
Das nimmt unangenehme Formen an. Gut, also nein, so viel zum Thema Parker Lewis. Also von etwas Nostalgischem aus den 90er Jahren komme ich zu etwas Brandaktuellem. Ich habe mir die erste Folge von Secret Invasion gegeben. Ah, oh, neue Marvel-Serie. Ja. Hauptrolle mehr oder weniger Samuel L. Jackson. Emilia Clarke ist auch dabei, die man aus Game of Thrones kennt. Und sonst noch ein paar Sachen. Jo, was soll man sagen? Also zum einen habe ich das grosse Problem, ich kenne Comics. Ich habe das andere grosse Problem, ich habe Captain Marvel nicht gesehen. Captain Marvel muss eine ganz, ganz essentielle Vorgeschichte sein zu dieser Serie. Vielleicht fehlt mir jetzt das ein bisschen etwas, aber es ist totaler Müll. Nein. Also zum einen, du bist in diesem verdammten Marvel-Universum und du machst eine Serie, also es geht ja um die Invasion von den Skrulls, also von Alien. Macht, wo er eben in Captain Marvel anscheinend eine relativ wichtige Rolle spielt. Man hat auch immer wieder mal ein bisschen Leute in die, gesehen, die vermutlich Skrulls sind und so. Ja, was soll ich sagen? Man tut einfach mal. Man hat eigentlich von Anfang an drei eher wichtige Figuren aus dem Hintergrund von Marvel-Universum drinnen. Da tut man zwei von diesen drei einfach mal schnell eliminieren in der ersten Folge. Okay. Und dann hast du einfach Nick Fury und du denkst einfach nur, ja, super, was soll da noch kommen? Und ja, also ich find's recht. Ich find's wirklich. Welche Zeit spielt? Also wo ungefähr spielt? Spielt jetzt. Also wirklich jetzt. No. Okay. Also ich meine, hast du den ganzen Marvel-Film? Also nein, weil Captain Marvel hat ja, glaube ich, in den 70er Jahren gespielt. Das war ja gewesen, vor dem ganzen Shield-Zeug und so. Mhm. Also eigentlich noch bevor sich Nick Fury richtig etabliert hat. Und jetzt ist halt da, wo Nick Fury eigentlich schon am Ende und vorbei und nichts mehr ist. Wir sind jetzt im Jetzt. Ja. Und das vorhin, das war vorhin. Wir sind jetzt im Jetzt. Ich habe gerade genau geredet wie die Szene aus Spaceballs. Das war lustig am Anfang. Und da könnte man eigentlich doch gerade schnell einen kleinen Teaser machen, oder? Können wir. Hau raus. Okay, also. Hill, um was geht's? Erzähl mal, Alex. Es ist recht spannend. Aber ich will natürlich nicht dem Spike seine Show stellen. Nein, wenn wir nicht. Ich auch nicht. Darum. Was? Nein. Also, okay. Wir machen noch ein kleines Experiment aus. Vorbereitungszeitnot haben wir gefunden, machen wir aus der Not eine Tugend. Und erkennt uns, wir sind uns für nichts schade, wir probieren alles aus. Also, gehen wir jetzt nachher einfach mal einen Film zusammen schauen, wo ihr dann zeitgleich mit schauen könnt, wenn die Folge rauskommt. Und wir machen einfach einen Audiokommentar dazu. Yes. Film schauen und drüber schnurren. Wir haben euch drei Filme zur Auswahl gegeben, also zu allen Medien. Mhm. Und mit knapp 60%, also zwei Drittel, he? Doch, haben sich die Leute ausgesprochen für Spaceballs von Mel Brooks. Und dann ziehen wir uns nachher rein. Wir werden den Ton von Phil relativ leisig machen, dass man den nicht gross hört. Mhm. Wir haben natürlich auch am Anfang schön sagen, so, und jetzt drücken wir Play. Und dann müssen wir mal schnell pausieren. Weißt du, ja, ich habe so schlau, so nach einer Minute mal pausieren und sagen, so, jetzt sind wir genau bei einer Minute. Mhm. Dann kann man immer noch umstellen, dass die anderen Leute dann auch bei einer Minute sind. Weil ihr wisst, je nach Version, die du auf DVD oder Stream oder wo immer findest, hat es mehr oder weniger Vorspann und so Sachen, oder? Dass wir einfach schön zeitgleich sind. Was wir aber noch nicht besprochen haben. Welche Spruch? Genau. Mhm. Da habe ich einen Vorschlag. Italienisch. Wir würfeln. Würfeln? Ja. Wir nehmen alle Sprachen, die auf der DVD drauf sind. Und alle! Und dann schauen wir ihn auf Koreanisch. Dann verstehen wir sie nicht. Da sind nicht so viel drauf. Okay. Also oder wenn man einfach Englisch oder Deutsch macht. Schon sagen. Gut, also. Also, aber ich, so, ich finde es auch lustig, aber. Also. Bringt doch nicht so viel, ja. Also, dann die immer würfeln. Alles bis 3 gibt Englisch und alles über 3 gibt Deutsch. Ja, das ist doch fair. Gell? Well, easy, ja. Aber mir kommen auch gerade auf Deutsch. Mir ist eigentlich scheißegal. Aber ja, nicht immer würfeln. Wir haben auch Wurst. Würfeln wir. Also, aber ja, da könnt ihr euch sicher schon drauf freuen. Also. Hat ihr noch keine Ahnung, wie wir die rausbringen?
Ja, das haben wir dann. Dann, wenn wir keine andere haben. Jo. Also, und ich bin auch bei Secret Invasion gesehen. Ja, das ist so, ja. Aber ist es denn, weißt du, ist es eher so ein Marvel-Ding, weißt du? Ich nehme mal an, wenn jetzt eben der Nick Fury die Hauptrolle ist, wird es mehr so Agenten-Thriller-artig sein. Ja, und es ist also in einer Welt voller Superhelden, tust du jetzt einfach menschlichen Agenten zuschauen, wie sie sich mit Aliens umschlagen und eigentlich keine Chance haben gegen sie. Wo ich mich frage, wieso? Wer schaut das? Wieso sollst du das? Das ist einfach jetzt wieder nur gemacht, um die Leute am Bildschirm zu halten. Du nimmst die günstigeren Darsteller am Schluss, was schon viel über Samuel Jackson jetzt aussagt, damit du Sachen drin hast, wie bei der Shield damals, um den Bogen zu schlagen, zu gewissen Handlungssträngen in den Film, wo von Luther Action und CGI-Gewitter überhaupt keine Rolle für keine Sau auf dieser Welt spielen. Also, es ist, also, das Konzept von der Marvel-Serie, also Entschuldigung, erschließt sich mir als möglich Marvel-Comic-Fan. Ich habe viele von den Filmen sehr cool gefunden. Die letzten nicht mehr so. Und nein, also mittlerweile muss ich sagen, du kannst auch versuchen, eine tote Kuh melken, wegen dem kommt trotzdem nichts. Ist das so? Wie lange muss ich tot sein? Das kann mir nicht mehr kommen. Wenn du, liebe Zuhörer, Zuhörer, was auch immer, das weißt, dann sag's uns bitte. Weil, und wenn das uns kannst erklären, dann bitte, bitte, sag uns nicht, wieso du das weißt, weil da macht mir echt Sorgen. Denn sonst, ja, gut, wenn du im Tierkrematorium schaffst, ist das relativ logisch. Ja, dass wenn im Tierkrematorium kommt eine Kuh an und dann denkst du so, easy, jetzt sind wir mal schnell an den Sitzen ziehen. Nein, dann machst du doch nicht. Ja, aber also, je nachdem, wenn du irgendwo nehmen musst, anladen. Dann hebst du sie an den Sitzen. Irgendwie so eine 300-400-Kilo-Kuh. Ah, dann muss ich mal an den Sitzen überbewegen. Keine Ahnung, wie schwer Kuh ist, aber es kommt, glaube ich, jemand an. Oder? Ja, brauchst du eh Gabelstapler. Oder einen Bulldozer. Ah, jetzt habe ich gerade deine Mutter Witz machen. Aber das machen wir noch nicht, weil unsere Eltern hören zu, unsere Mamas, dementsprechend nein. Ja, gell? Wenn du einen Witz über meine Mutter machst, haut dir deine Mutter einen Kessel. Nö. Okay. Ich bin immer noch schneller. Aha. Okay. Ja, die haben sich am Schluss noch zusammen. Hey, jetzt müssen wir aufpassen. Das wäre recht dumm. Ja, geil. Nein, legt euch nicht mit Mietern an. Nein. Sie sind zwar nicht mehr so schnell, aber sie wissen es immer noch besser. Mhm. Jo, weißt du. Ja, jetzt ist schon spät, du Schleimkopf. Ja, nein, ich mag Arsen im Essen nicht so. Ja, das ist, du, ja gut, es ist noch Bier. Ja, das, genau. Ja, das passiert nicht. Wir gehen meistens ins Restaurant, das überlebe ich. Ah, gut, okay. Jo, also, dann kommen wir noch zum Abschluss. Noch zu der letzten Serie, die mir der Alex aufgeschrieben hat. Auch wieder so eine All-Time-Favorite. Ziemlich horige Angelegenheit. Ist auch so eine Art Secret Invasion, aber im Besser. Wo man nicht noch einen Samuel Jackson in der Hauptrolle braucht, weil der kleine Mel Magiano längt. Alf. Ja. Ja, schau, es ist so. Ich habe gerade ein bisschen strenge Zeit. So beruflich und auch sonst. Alles streng. Aber cool. Also ich freue mich, aber es ist halt uiuiui. Willst du darüber reden? Nein. Es ist einfach dann, amigs hast du einfach Lust zum... Das sind die Momente, wo ich dann auch gerne mal wirklich wieder so Oldies führen nehme. Sachen, wo ich einfach... Zwar innen auswendig kennen, aber vielleicht seit zig Jahren im Glück haben. Im Moment mache ich so einfach, wo nichts mit dem Podcast tut, mache ich einfach einen Rewatch schon seit ein, zwei Wochen oder länger. Von Alf, wo es von 86 bis 1990 gegeben hat. Ihr kennt es hoffentlich alle, also wenn ihr Alf googelt, dann wisst ihr gerade, welche Figur ich meine. Gerade die jüngeren Leute, die hier jetzt zuhören, die wissen das vielleicht nicht gerade. Ja, darum erwähne ich es mal. Hey, das ist einfach ein. Ja, Puppen eigentlich gesehen, wo ein Alien, wo abgestürzt ist, bei einer richtigen 0815 Familie, ein Bünzli Familie bei Los Angeles. Und ja, und dann bin ich im Haus wohnt und er ist einfach ein anarchistischer Fresssack mit absoluten Geistessprüchen immer drauf. Egal ob auf Englisch oder auf Deutsch, wahnsinnig toller Sprecher. Und hey, ich liebe es einfach. Ich verreck einfach regelmäßig ab dieser Serie. Und irgendwann, sei es mit unserem Podcast oder mit einem anderen, wenn uns jemand zuhört, was wir machen, irgendwann will ich einmal
einfach eine Extravaganza über ALF machen. Einfach über alle Folgen reden. Oh, sind ja noch 103, das geht schnell. Mhm. Und nein, vielleicht kann man dann eine gewisse Folge, die nicht so spannend sind, die kann man schon mal überspringen. Mit Spezialkategorie Ogmonix. Ja, ja, es gibt ein paar Sachen. Also, es gibt ein paar die besten Cameos könnte man auch reinbringen. Und. Es gibt wirklich einiges zum Entdecken. Ja. Und ich liebe es einfach. Ich finde es so lustig. Das ist halt ein Klassiker. Und findest auch viele Folgen findest du auch auf YouTube und so Zeug. Ja. Zeitlang ist es auf Amazon gesehen, ist aber weggenommen worden. Ist so. Ja. Also ich habe noch. Das sind, glaube ich, DVDs und nicht daheim, ja. Ja. Genau. Ja, Alfmann. Es ist auch ein Shit. Okay. Wupp. Nein. Okay. Aber ist schon cool. Aber ha-ha. Genau. Der. Der hat man verdient. Ja, das ist wohl so. Oh. Okay, also, hey, dann wären wir am Ende mit dem, was wir geschaut haben. Schön. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Tipps in der nächsten Zeit. Yes. Hill, was kommt Tipps denn an Serien in der nächsten Woche raus? Nicht viel Ende Monat, Anfang Monat, aber eine kommt auf Apple TV am 28.06. Hitchcock. Die Hauptrolle spielt Dodo Idris Elba. Sie war bei Marvel, ne? Wo was hat er? Heimdall oder irgendwas? Heimdall hat er gespielt, ja. Genau. Oder von Luther kenne ich ihn noch. Von dem Luther, was? Was? Erzähl, ich will auch lachen. Bei dir das Wort Hijack, also ein bisschen Vier oder so, tönt wie ein Kleidungsstück von einer extrem muslimischen Frau. Ich habe auch gerade an Hijab gedacht. Ja, Moment, wer sagt, dass es nicht von der Kund Hijack? Ja, weil es ein englisches Wort ist, das heisst Hijack. Keine Ahnung, es kommt um eine Vierung von einem Flugzeug. Sag mal, wie ist es geschrieben? H-I-J. Ja, eben. Entführung von einem Flugzeug, ja, das kommt wahrscheinlich. Ja, okay. Und dann hijacken wir die Lokomotive, erborgen uns die Lokomotive. Ja, ich denke, das ging so halt Terrorismus-Spruch, hijack. Jedenfalls, es wird ein Flugzeug entführt, also Passagiere, wie ein Flugzeug nach London fliegt, war das Geisel genommen und der Clou nach dem ganzen Ding, es ist so wie 24-Serie, was man früher gegeben hat. Die ganze Handlung wird in 8 Zeit erzählt. Mhm. Okay. Ja. Cool. Apple TV. Mal gespannt. Mhm. Ja. Was hast du schnell? Das war's. Ja. Okay, gut. Dann kommen wir zu den Streaming-Filmen. Doch, und das ist jetzt wirklich mal eine richtig ereignisreiche Woche. Yeah. Für einmal. Nein, man, diesmal kommt wirklich richtig viel cooles Zeug raus. Und zwar, gerade passend zu unserer Extravaganza vom letzten Samstag, kommt ab dem 30.06. alle ihr ersten 4 Indiana Jones Filme auf Sky wieder raus. Also wenn ihr sie bis jetzt nicht haben können auf Paramount Plus schauen oder Disney Plus, wo sie jetzt das letzte auch noch gesehen sind, die haben aber ein Sky-Abo, dann könnt ihr jetzt auch noch die Indiana Jones Filme schauen und dann unsere Extravaganza hören. Genial. Ja, voilà. Sehr schöner Tipp. Dann kommt auch am 30.06. auf Sky Mission Impossible Fallout raus. Das ist, glaube ich, der 6., wenn es mal recht ist. Welcher? Der Fallout. Ich glaube, du hast recht. Das glaube ich auch immer, darum sage ich einmal euch. Ah, ja. Dann kommt auch wieder auf Sky am 1. Juli. Ich glaube, das ist Samstag, wenn es mal recht ist. Kommen diverse Clint Eastwood-Filme raus. Und zwar kommt raus Outlaw, Dirty Harry und The Gauntlet. Wird sicher irgendetwas dabei sein, wo man auch mal schauen kann, was man vielleicht auch noch nie gesehen hat, was einem vielleicht mal interessiert. Kann man mal reinschauen. Dann hat Paramount Plus auch wieder ein paar nette Sachen, die rauskommen. Und zwar am 29.06. kommt Invasion of the Body Snatchers raus. Cool. Ja, wo wir ja die meisten von uns am Brugge gesehen haben. Die dann vielleicht gerade im anderen Saal waren und dann gesehen haben, können den jetzt auf Paramount Plus nachholen. Wie geil ist das? Mhm. Dann kommt am 30.06. einer raus, der ist, ich glaube, das war bei euch auch so gesehen, das war einer, der bei uns so mega populär war unter den Kollegen. So, das haben wir bei mir gesehen. So, ey, da musst du unbedingt schauen. Das Actionbrett und bla bla bla. Einfach total neu und so. Und jetzt habe ich den auch schon ewig nicht gesehen. Ich habe zwar die DVD noch rum, aber ich weiss, sehr viele haben den auch schon lange nicht gesehen. Und zwar Equilibrium. Mhm. Ah, ja, cool, ein ja. Sehr, sehr cool choreografierter Actionfilm mit Christian Bale in der Hauptrolle. Mit einer sehr prägnanten Rolle von Sean Bean, wie immer.
Wurde er mal überlebt oder nicht? Hm. Das Budget ist hoch. Und jetzt, Leute, Paramount Plus, nochmal etwas. Ich liebe es immer wie mehr. Was denn? Am 4. Juli. Ja. Hä? 4. Juli. Turtles 1 bis 3, die alten. Geil. Ich habe die alle daheim. Ja, ich auch, aber wer das nicht daheim hat, das ist das jetzt die Offenbarung. Ja, aber die hast ja wirklich ewig nie streamen können. Das stimmt. Das stimmt, darum, wirklich. Wir müssen gerade vergleichen, ob es dort besser aussieht. Also ich habe sie auf iTunes. Mhm. Gut, auf DVD liegen sie dabei irgendwann noch, aber... Ja. Ah, sehr geil. Mhm. Ja, wirklich cool. Ja. So. Weil wir haben schon oft, so oft schon über Turtles geredet. Ja. Aber es wird schon langsam mal Zeit, dass jede und alles dazwischen, die uns lost, einfach mal sagt, so, jetzt gebe ich der Nummer eine Chance. Oder dass wir eine Extravaganza machen. Bevor wir eine Extravaganza machen, ja. Mm. Ja gut, das würde euch jetzt passen zum neuen Turtles, der ja gleich kommt. Oh. Jetzt haben wir es eigentlich. Ein Animationsfilm, ja. Ich bin nicht überzeugt. Der Trailer sieht geil, nicht das, aber ich bin nicht überzeugt über eine Extravaganza. Egal. Ja, vor allem nicht, wenn ein Animationsfilm rauskommt, das ist dann schon schwierig. Gibt es schon ein paar? Nein, ja. Kann man schon machen. Und der eine, den ich gesehen habe, ist auch wirklich gut, wo auch im Kino war. Und so. Hey, ich glaube im Fall, das wird so... Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen weniger wild, aber ähnliche Nummer könnte werden, so also vom Look her und so, weißt du, eigener Look. Wie wir es jetzt beim Spider-Verse hatten, also Spider-Man. Ja. Ich habe gemeint, Realfilm sind auch irgendwie wieder in Planung, aber naja. Mhm. Okay. Also, dann kommen wir doch zu dem, was im Kino neu rauskommt. Lieber Alex, ja, unbedingt. Du uns doch einmal erleuchten. Ja, unter anderem startet diese Woche Sword Art Online Progressive, Aria of a Starless Night, Gigi Koban, Sword Art Online Progressive, Hoshi, Naki, Yoru, no Aria. Hast du nicht aufgepasst? Hi. Und ich sag's nochmal. Sword Art Online Progressive, Aria of a Starless Night, Gigi Koban, Sword Art Online Progressive, Hoshi, Naki, Yoru, no Aria. Mhm. Ich höre es raus. Mit viel Wasabi, bitte. Anime, ja, kennst du immer, was das soll, aber ja, das ist irgendwie noch cool. Es hat Schwerter drin, das ist doch sicher gut. Der kommt. Den falsch. Was weiß ich. Ja. Der kommt raus. Divertimento, da wollte ich zuerst schon fluchen. So, nein, jetzt kommt noch ein Kinofilm von diesen Trotteln. Nein! Keine Sorge, es geht überhaupt nicht um die wahnsinnig lustige Schweizer Comedy-Truppe. Sind die lustig? Eben, das ist sehr ironisch. Also, aha, das ist okay. Wirklich, also das ist wirklich... Habe nie was von denen gesehen. Das ist wirklich der grösste Bünzli Schweizer Humor, das noch es gibt auch Leute, die uns hören, die Fans sind von denen. Hey, liebe Grüße an euch. Ich habe euch geliebt. So. Das ist wirklich so ein Fall. Du kennst dich besser als ich. Ja, das kann sein. Ja. Der Film Divertimento allerdings handelt nicht von denen, sondern handelt von... von zwei Zwillingsschwestern. Die eine will Dirigentin werden, die andere Cellistin. Beides mega Musik-Freaks, oder? Und beide halten ja, nicht gerade das, was man so erwartet, weil erst einmal weiss, so Dirigent, oder? Ist gerade schwierig, oder? Weiss. Und männlich sind ja die meisten Dirigenten, oder? Da sind sie das komplette Gegenteil. Und ihr merkt schon, es wird sich in die Nummer. So ein Musikdrama, anscheinend auf Bio. Biografie auch, anscheinend gibt es die auch wirklich gegeben oder ähnliche Figuren, es beruht tatsächlich auf echten Menschen. Ja, ein französischer Film. Dirigenten. Wie? Dirigenten. Dirigentin oder Dirigent. Ja, das ist schwierig zu sagen, ich weiß gar nicht. Ja, Dirigent, ja. Weißt du, das ist irgendein Russer nicht mehr gemeint? Oder so. Ja, das kommt dazu. Denn auf jeden Fall haben wir noch Disco Boy. Eine belgisch, französisch, italienisch, polnische Co-Produktion. Eher so aus dem Teil vom Drama. Es geht darum, möglichst schnell den französischen Pass zu bekommen. Und dann tut sich der Dude, ein Sans-Papier, der sich der Fremdenlegion anschliessen. Und hat dann auch schon gleich mal seinen ersten Auslandsauftrag. Genau. Okay. Jetzt bin ich ganz so. Das habe ich schon gedacht. Ja. Dann kommt raus Ruby Gilman oder Gilman, Teenage Kraken oder Ruby taucht ab. Animationsfilm, wo es darum geht, dass es eine schüchterne Krake, Ruby, oder
die eigentlich von richtig bösen Krakenkriegerinnen abstammt und sich in einen Kampf verwickeln lässt mit fiesen Meerjungfrauen. Mhm. Ja. Also es geht ein bisschen um Selbstfindung und so. Und ja. Warum ich den extra hier reinnehme, ist, es hat einen ganz einfachen Grund. Neben diversen Jane Fonda, Toni Collette und so, beim Englischen, oder? Original, wo sie die Stimme geben. Im Deutschen ist doch tatsächlich ein Freund von uns, der einer von diesen Personen eine Stimme gibt. Ich weiß nicht, welche Figur, aber unser allerliebster Kinobetreiber, Stefan vom Excelsior Odeon, der hat sich einmal beworben, so für so, oh, ich habe eigentlich noch eine geile Stimme, was er auch hat. Was er mega hat. Voilà, eben für so etwas. Und der ist tatsächlich genommen worden und der hat hier eine Rolle. Mhm. Ich weiß nicht, welche, ich will es ja gar nicht wissen, aber ich kann dann schauen, um den herauszufinden, wer er gesehen ist. Das wird richtig lustig. Hey, aber Ruby, ist das nicht ein zweiter Teil? Da weißt du mehr als ich. Ich habe noch nie gehört von dem. Doch, ich habe doch den Hurenfilm. Ich habe doch die Figur schon einmal gesehen. Vielleicht ist es eine Zeichentrickfigur, wie jetzt ein Kinofilm bekommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe jetzt nicht gefunden, ich muss es hier mehr wissen, als dass der Stefan mitmacht. Dann kommt natürlich der grosse Star von dieser Woche, wenn nicht von diesem Monat. Der fünfte Teil Indiana Jones and the Dial of Destiny von James Mangold, wieder mit Harrison Ford. Neu dabei so Phoebe Waller-Bridge und auch der Mads Mikkelsen. Wir freuen uns, trotzdem wahrscheinlich ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen Angst, ich glaube, wir alle ein bisschen, oder? Wir freuen uns darauf und wenn ihr auch noch ein bisschen heiß werden auf den Film, dann haben wir halt eben die letzte Extravaganza los, die gerade am Sonntag rausgekommen ist. Da besprechen wir nämlich Teil 1 bis 4. Ich habe etwas sehr Beruhigendes heute gelesen. Was? Der Short-Round-Darsteller war ja an der Premiere. Mhm. Ein Bild mit Harrison Ford. Er hat den Film genial gefunden. Ja, meinst du, er würde sagen, er ist scheiße? Hast du wirklich das Gefühl? Das beruhigt dich. Jesus Gott! Ah, du bist so herzig. Da bin ich einmal enthusiastisch. Nein. Einmal. Im Gegenteil, einmal. Jetzt habe ich sogar noch mehr Angst. Nein. Aber hey, ich habe das Highlight von der Woche. Das hält man durch bis zum Schluss auf. Aha. Get Up. Eine deutsche Komödie. Und zwar geht es um die beiden Mädchen-Zwillinge Alex und Juli. Und die gründen mit einer anderen Skaterin eine Skate-Gruppe und die nennt sich Get Up. Und dann werden sie beim Skate-Contest ein Interrail-Race gewinnen und neue Boards dazu. Und dann gibt es natürlich noch die ein oder andere Beziehungsprobe. Und es wird nicht einfach. Und es hat sicher noch herzige Buben, die manchmal auch zuzwinkern. Es wird ein riesen Müll, aber ich glaube, ich gehe schauen. Ich habe es dummerweise im André versprochen, dass ich den mit ihm schaue. Sind das so die Influencer-Zwillinge? Ist das der Film? Sollen wir die kennen? Keine Ahnung. Lena und Lisa Mantlo. Ich habe gelesen, die wollen getrennte Wege nach dem Kino. Ja, zum Glück sind sie nicht ein. Also weißt du nicht, wie heisst die immer zusammen? Sie haben. Ja, genau. Fuck, siehst du, kannst du den Namen nicht vergessen? Lisa und Lena. Lisa. Lena Mantlo. Du, die kennt man ja wirklich. Junge Generationen sind deutsche Werbevideoproduzentinnen und Influencerinnen. Sie zählen zu den erfolgreichsten Nutzern der Plattform TikTok. Wow! Hey, wird noch besser. Hä? Mhm. Jungs. Du, die, ja, haben, die tanzen aber immer zu zweit. Machen so. Ach, hey, im Juli 2022 haben die 13,5 Millionen Follower gehabt. Hey, das sehst du schon mal, was wir falsch machen. Wir sind zu wenig blöd. Die sind doch nicht blöd. Die ja, aber der Content, den wir produzieren, ist zu wenig blöd. Ich habe die Tanzvideos gesehen, also sorry. Au contraire. Es kann nicht sein, dass wir... Oh, Moment. Aber okay, gut. Denk dran, es ist TikTok. Ah, die sind adoptiert. Sie ist nicht alles toll in ihrem Leben gelaufen. Von verschiedenen Leuten adoptiert worden. Ich würde mich wundern, weißt du, die echten Eltern, die sind jetzt sich dort so... Nein! Ah! Ja. Die sind zwar immer noch so blöd, aber sie hatten jetzt Geld. Die richtigen Eltern, Hartz-IV-Tante irgendwo in einer Baracke und denken sich, fuck my life. Ah, ich könnte jetzt Multimillionär sein, wenn ich die Kinder doch nur behalten hätte. Nein, hättest du nicht, weil dann hätten sie sich gar nicht ein Skateboard können leisten. So. Hey, ich freue mich auf den Film. Ich weiss noch nicht, auf welchen von diesen Filmen ich mich
am meisten freue. Es werden, glaube ich, alle Spitzen. Tut dir an, was du dir antun willst. Alles gut. Aber, ich habe das Gefühl, nach dem einen oder anderen Film will ich mir wirklich etwas antun. Ja. Aber ich glaube, mit Ruby the Kraken machst du nicht so viel falsch. Ja, ich mag eh. Aber ich glaube, ich habe schon mal irgendwas von dem gesehen und den habe ich eigentlich noch recht herzig gefunden damals. Okay. Ja, ey, du. Hey, kennst mich, komm. Ja. So viel, also ist so eine ganz sicher so einer, den ich, wenn, dann habe ich mit meinem Gottemeitli gesehen. Ja. Ganz klar. Ja, die würde ich brauche auch noch ein Gottemeitli, wenn ich mir so als Grundführer schieben kann, um irgendwelche Kinderfilme zu schauen. Wahrscheinlich das Gottemeitli die ganze Zeit so, Papi, Götti, Götti. Ja gut, man weiss ja nicht so genau. Götti. Doch, das weiss man. Götti, ich hätte so Lust, dass die Blagen sagen. Nicht ist. Nein. Es geht ja nicht darum, dass ich nicht unbedingt Lust drauf habe, aber ich kann mich nicht entscheiden. Sie kann sich viel schneller entscheiden, was sie schauen will. Das ist eben schon für sie. Ja, eben, das ist sehr, sehr gut. Aber ich tue ihr natürlich auch immer wieder eher ein bisschen, natürlich altersgerecht, aber so ein bisschen Film zeigen, wo halt mir auch am Herzen liegt. Also, ich glaube, Spaceballs haben wir auch schon geschaut. Ah, wirklich? Ja. Aber das ist doch nicht lustig für ein Kind. Doch. Und noch kein Star Wars gesehen hat. Ja, aber sie finden den Waldi super. Waldi Waldemar. Okay. Ja, gut. Okay. Und Lord Helmchen. Machen wir es nicht länger, als es ist. Name of my. Egal. Ja, genau. Okay, das war's. Einmal mehr Rückblickfolge von Cineswiss. Hoffentlich könnt ihr euch etwas daraus rausziehen für euch. Inspiration, was ihr könnt. Ja, okay. Okay, Name of my first sex. Ja, ist gut. Scheiße. Also, hoffentlich habt ihr irgendeine Inspiration gefunden, was ihr jetzt auch mal schauen könnt. Wenn ihr etwas von dem, was wir euch jetzt erzählt haben und als Tipp gegeben haben, vielleicht gut gefunden habt oder gar nicht gut gefunden habt, lasst es uns wissen. Diskutieren wir mal ein bisschen. Vielleicht auch mal auf Letterboxd. Dort ist eh alles ziemlich still und ruhig. Wir gehen dort bewerten, wir gehen dort raten. Und eigentlich würden wir uns gerne auch mit ein bisschen mehr Leuten verbinden, ein bisschen Diskussion starten und sonst halt wie gewohnt Social Media, Instagram, Facebook. Die uns dort bewerten, kommentieren, einfach mitmachen. Wir tun ja immer wieder auch Fragen raushauen. Jeden Freitag gibt es wieder neue Fragen. Dann wäre es unbedingt wichtig, dass wir mal ein bisschen mehr Leute mitmachen. Es sind nämlich immer etwa die gleichen Zähnasen. Und ja, aber die freuen wir uns natürlich sehr. Die sind ganz, 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 ganz wichtig. Und die haben wir in dem Moment verloren. Toll, toll! Ja, vielleicht haben wir jetzt dafür 20 neu. Auch gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Hallo Michi. Hallo.